fünf Säulen der russischen Propaganda. Was da alles mitspielt und Küken richtig ausblühen. Aber wie macht man das? Wir haben Frau Professor Birkin gefragt. Das sind die Themen, jetzt haben wir sie. Der Krieg in der Ukraine. Ein schlimmer Angriffskrieg. Doch viele Russen wissen überhaupt nicht, was da passiert in der Ukraine. Dafür zuständig sind die fünf Säulen der Propaganda. Russlands Präsident Wladimir Putin. Er führt Krieg gegen die Ukraine, um das Land einzunehmen. Die Bevölkerung Russlands ist auf seiner Seite. Doch wieso? Das US-Außenministerium hat dazu einen Bericht vorgelegt. Es geht um die fünf größten Säulen der russischen Propaganda. Beginnen wir mit der ersten. Die offizielle staatliche Kommunikation. Dazu gehören Aussagen des Kremls oder der offiziellen Post. Diese sehen wir bei Putins Rede vor ca. einem Monat. Er sprach davon, dass die Ukraine begonnen hätte und dass er nur die Russen, die in der Ukraine leben würden, retten wolle. Auch staatliche Beamte wie die Polizei würden dazu beitragen. Kommen wir zur zweiten Säule. Die staatlich geförderte Kommunikation. Ein gutes Beispiel dafür ist der Sender RT, also Russia Today. Margarita Simonei, die Chefin des russischen Propagandasenders RT. Bei RT wird manipuliert. Kritik an Russland in Live-Sendungen werde schnell abgewürgt und die kritischen Stellen bei späteren Ausstrahlungen noch gestrichen. Gebe Putin hingegen etwa der Deutschen Welle ein Interview, könnte er sich darauf verlassen, dass das, was er gesagt hat, auch so wiedergegeben wird. RT ist ein wichtiges Instrument für Putin. Einer der bekanntesten Sender des Landes berichtet so, wie Putin es will. Die dritte Säule, Bildung. Da geht es natürlich auch um Nachrichten, doch hauptsächlich um Schulbildung. Seit dem Krieg gibt es einen veränderten Lehrplan. Unter anderem ist es Vorschrift, dass Lehrer ihren Schülern ein bestimmtes Video zur angeblichen Befreiungsmission Russlands zeigen. Es geht um zwei Schüler, Vanya und Kolja. Sie symbolisieren Russland und die Ukraine. Zuerst waren sie Freunde. Kolja, der die Ukraine symbolisiert, hatte anschließend schlechte Freunde wie Deutschland und die USA. Dann fing Kolja an, unschuldige Kinder zu schlagen. Vanya, also Russland, sah sich dann gezwungen einzugreifen. Ist es nur ein Video oder steckt viel mehr dahinter? Die vierte Säule ist Social Media als Informationswaffe. Besonders auf YouTube oder TikTok findet man heutzutage viele Videos, die russlandfreundlich sind. Doch als Fakes bezeichnet und blockiert werden in Russland tatsächlich nur die Inhalte, die nicht mit der staatlichen Propagandastrategie übereinstimmen. Der Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzia, sagte, dass in den sozialen Netzwerken ein Informationskrieg gegen Russland geführt wird. Und die fünfte und die letzte Säule sind Hackerangriffe. Letztes Jahr haben russische Hacker Angriffe gegen 48 ukrainische Organisationen gestartet, um die Software und Daten zu zerstören. Manche der Angriffe sind erfolgreich gewesen, aber insgesamt sei die Verteidigung gut gewesen, zu Microsoft. Auch in anderen Ländern gab es dem Bericht zufolge Cyberangriffe. Die USA war Microsoft zufolge das wichtigste Ziel. Aber zum Beispiel auch Polen, das die humanitäre Hilfe für die Ukraine koordiniert hat. Die baltischen Staaten seien ebenfalls betroffen gewesen, genauso wie Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, die Türkei und andere NATO-Länder. Die fünf Säulen der Propaganda, sehr wichtig für Putin und auch sehr zerstörerisch. Professor, wie haben Sie die Küken aufgezogen? Aufgezogen habe ich die Küken eigentlich nicht. Das hat der Brutautomat für mich gemacht. Das heißt, ich habe sie vor jetzt mittlerweile 4 Wochen, weil sie jetzt eine Woche alt sind, hineingetan. 3 Wochen lang in den Brutautomaten gegeben. Dann gekontrolliert, ob das Wasser, also die Luftfeuchtigkeit passt. Man musste immer schauen, dass die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur passt. Und nach 3 Wochen habe ich gehofft, dass etwas ausschlüpft. Warum haben Sie die Küken aufgezogen? Das hat was damit zu tun, was ich zurzeit in der ersten Klasse in Biologie mache. Also das ist dann das Kapitel Vögel. Aber auch im Biologie-Praktikum haben wir das Kapitel Vögel durchgenommen. Auch wie Eier aufgebaut sind, wie der Brutvorgang vorgeht in der Natur und im Brutautomaten. Das kann man dann ganz gut vergleichen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass man Küken ausbrüten könnte. Was macht denn genau so ein Brutautomat? Der Brutautomat, der macht nichts anderes als die Henne, also in der Natur. In der Natur liegen die Kükeneier, die Bruteier unter der Henne und dort werden sie gewärmt, also ca. 37 Grad hat es da unter der Henne immer. Die Luftfeuchtigkeit unter der Henne ist natürlicherweise gegeben, also das ist der Brutautomat, hält eine Luftfeuchtigkeit in etwa von 60 bis 70%.
40 bis 50% während des Brütens. Wenn sie dann während dem Schlupfvorgang hat die Luftfeuchtigkeit dann ein bisschen höhere, also ca. 70 bis 80% sollte es dann sein. Und die Henne macht es ganz natürlich und sie wendet die Eier immer wieder. Und das macht auch der Brutautomat. Also alle paar Stunden oder dreimal am Tag wendet der Brutautomat dann die Bruteier. Was ist das da hinten für ein Licht? Das rote Licht, das ist dafür da, dass die Küken gewärmt werden, weil sie in der Natur dann unter der Mutter immer wieder liegen. Und das rote Licht, die Rotlichtlampe, ist dazu da, dass sie die Küken wärmt. Und wie sollte man Küken artgerecht halten? Bei der Kükenaufzucht sollte man das richtige Futter wählen, also es sollte eiweißreich sein. An sich sind Küken relativ relativ unkompliziert zum Aufziehen. Ich habe sie jetzt in der Schule gelassen für eine Woche und sie brauchen Wasser, sie brauchen Futter, dann sind die Hühner glücklich. Also sowohl im Erwachsenenalter als auch im Kükenalter sind Hühner ziemlich unkomplizierte Tiere. Und das war das Agro-Magazin für diese Woche. Wann das nächste Agro-Magazin kommt, weiß ich leider noch nicht, aber bald kommt es auf jeden Fall. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis bald. Tschüss.